Das war es erstmal fürs Erste mit der Airbrush-Pistole. Für die nächsten Schritte brauchen wir den Pinsel. Da kommt die sogenannte Dry-Brush-Technik bzw. Graniertechnik zum Zuge. Und dafür nehmen wir uns den Pinsel, der im Set enthalten ist. Das ist ein Borstenpinsel, ein Flachpinsel oder wir nehmen einen anderen. Das ist, wie jeder möchte. Und dafür nehmen wir dann die Farbe gebranntes Umber zur Hand. Und bei der Dreibrush-Technik ist es so, es wird trocken gepinselt, wie es auch der Name schon sagt. Das heißt, wir nehmen uns die Farbe auf unseren Pinsel auf. Nicht zu viel, nur die Spitze vorne. Tupfen das Ganze auf einem saugenden Untergrund ab, wie ein Papier. Und dann können wir mal schauen, sodass einfach nur trockene Farbe auf dem Pinsel ist. Mit diesem trockenen Farbe pinseln wir dann über unser Modell, um die Struktur zu erzeugen. Dafür gehe ich mal ein bisschen näher ran, um euch das mal zu verdeutlichen. Dann können wir dann an gewissen Stellen, wo wir denken, dass es passend ist, oder so wie es gehört, dann die Verwitterung, Kratzer oder Dellen ausarbeiten, Schmutz und dergleichen. Wie gesagt, wirklich nur ganz wenig Farbe nutzen, dass einfach nur die Borsten vorne noch ein bisschen Farbe haben und damit dann verteilen. Kann es auch mal tupfen, um Struktur zu erzeugen. Ja, dann haben wir uns ja fast schon seine Dreckspuren. Das habe ich dann hier schon mal ein bisschen mehr gemacht. Noch andere Fässer. Und je nachdem, wo es dann im Diorama liegen soll, kann man entweder für den Boden, dass es im Boden liegt, auf dem Dreck oder so, noch andere Spuren erzeugen. Aber um das Ganze nicht nur mit einem Sepia, mit dem Umber zu machen, nutze ich auch das Basaltgrau, die Grundfarbe unseres Fasses. Und ziehe damit noch an manchen Stellen nochmal nach, um das ein bisschen noch zu vertiefen bzw. aufzuhellen. Für den nächsten Schritt zeige ich euch noch, wie man noch mehr Effekte einarbeiten kann mit einem Stück Schleifvlies und einer transparenten Farbe Sepia. Um die Struktur noch ein bisschen zu verbessern, noch zu verdeutlichen, zeige ich euch jetzt hier nochmal einen kleinen Trick. Dafür nehme ich mir transparente Farbe in Sepia. Diese verdünne ich 2 zu 1 mit Wasser, um es noch transparenter zu machen und auch die Fließeigenschaft zu verbessern. Und dann nehme ich mir ein Stück Schleifvlies, reiße es in kleine Stücke, so wie ich es brauche, auch in der Hälfte mal durch, damit es nicht mehr ganz so dick ist. Dann kann man ganz gut durchsehen. Dann nehme ich mir meine Airbrush-Pistole. Wenn man jetzt über dieses Schleifvlies drüber geht,
kommt man unten drunter eine Struktur. Diese Struktur kann man jetzt zum Nutzen machen. Und verbessern hier das Ganze nochmal. Vor allen Dingen unten am Fass oder oben auf dem Deckel. Je nachdem, wie man es erwünscht ist. Nicht ganz so viel Farbe, nicht ganz so nass machen. Immer ein bisschen mit Sachte, mit Bedacht sprühen. Wenn man fast ganz schnell ist mir zu stark, hat man es zu stark gesprüht, dann wird es nass und sieht dann nicht mehr dementsprechend aus, wie wir es eigentlich haben wollten. Ist auch eigentlich ein Trockensprühen in dem Fall. Und je nach Dicke von unserem abgerissenen Vlies können wir auch die Struktur ändern, wenn wir sie dann gern hätten. Ja, das habe ich hier bei den anderen Fässern schon mal gemacht. Da kann man dann eine andere Struktur noch erkennen. Noch ein bisschen mehr ausgearbeitete Tiefe oder Schatten. Hier fehlt noch ein bisschen. Ich mache jetzt mal bei diesem Fass mache ich jetzt mal absichtlich zu viel Farbe, damit ihr mal seht, was passiert, wenn es zu nass ist, wie es dann aussieht. Und jetzt haben wir hier die Farbe. Das ist jetzt dann, wenn es später getrocknet ist, nach meinem Geschmack zu viel. Aber das muss dann jeder für sich ja selbst entscheiden, wie stark er den Dreck haben möchte. Und nach Bedarf, nach Wunsch, kann man dann mit der Pistole nochmal diverse Stellen nacharbeiten, an den Kanten, Lichter und Schatten. Man kann auch die Nadelschutzkappe vorne abschrauben, hat die reine Nadel da. Dann kann man feiner arbeiten, aber die Gefahr, dass man an die Nadel anstößt, ist umso größer, also muss man hier ein bisschen aufpassen. Weiter geht's dann mit unserem Rost. Ja, nun haben wir es bald geschafft. Jetzt kommt's an Rost. Ich habe euch mal hier die vier Fässer in den einzelnen Schritten. Das heißt, wir haben hier das gealterte, verwitterte Fass. Hier habe ich dann schon mal in Phase 1, Phase 2, Phase 3. Ich werde euch jetzt zeigen, an den Phasen, wie das funktioniert, den Rosteffekt aufzutragen.
Wir nehmen uns jetzt dafür die Farbe 818. 981, 940 und 956 zur Hand. Fangen wir mit der Farbe 940 an, das ist die dunkelste. Und auch wieder im Treibrasch-Verfahren setzen wir uns hier unseren Rost auf. Und je älter der Rost ist, desto dunkler ist die Farbe. Also fangen wir einfach mal an mit unserem Braun. Der ist trocken an seinem Treibrasch aufzutragen. Wahllos, wie man es gerne hätte, je nachdem, wie stark das Fass verrostet sein soll, wird es aufgetragen. Nicht ganz so einfach vor der Kamera. Ich werde es so zu machen, dass ihr das auch seht. Ich denke, das kriegen wir hin. So. Damit es ein bisschen schneller geht, habe ich die anderen Stufen schon vorbereitet. Das heißt, hier ist dieses 940 schon drauf, das Dunkelbraun. Auch schon angetrocknet, das heißt, man sieht schon, das wird ein bisschen transparenter, nicht mehr ganz so deckend, wie wenn es frisch ist. Jetzt kommt als nächstes dann die 818. Wir nehmen den gleichen Pinsel, wir reinigen den Pinsel auch nicht. Die Farben vermischen sich so nochmal an der Pinselselle. Fügen jetzt die helle Stellen auf dem dunklen Rost oben auf, um neue Roststellen zu erzeugen. Wir können auch gerne alle Roststellen dunkelbraun lassen. Man muss ja nicht alles jetzt wieder neu überdecken. Und auch diesen Schritt habe ich vorbereitet. Hier habe ich jetzt schon mal die nächste Schicht. Also hier ist jetzt das Lehmbraun 940 drauf. Das ist das rote Leder 818 drauf. Und jetzt kommen hier der nächste Schritt ist der Orange. Braunton 981. Mit dem werden jetzt die hellsten Stellen erzeugt. Also das frischeste Rost, das es angelegt wurde oder das jetzt gebildet hat. Das machen wir auch dann nicht ganz auf jeder Stelle, sondern nur bei manchen Stellen. So, und auch das habe ich wieder vorbereitet. Bei unserem vierten Fass, das ist jetzt dann der Endstand. Und hier werden jetzt die Spitzlichter, das heißt die hellste Stelle aufgesetzt, mit dem Feuerrotton, den 956. Und hier aber diesmal ganz sachte, nicht übertreiben. Das ist jetzt, nicht, dass es dann zu unnatürlich wirkt. Auch wieder im Treibraschverfahren, nicht zu viel Farbe auf dem Pinsel, nur leicht stellenweise tupfen. Tja, und wenn wir unser Fass fertig haben, das ergibt man später, wenn Fass das an dem Dreck liegt, sieht es schon ziemlich gut aus. Kann man jetzt dann noch zum Abschluss mit dem Wash, Vallejo Wash, das Modell bestreichen und einen Aufblühen zu zeigen, werden dann die Pigmente aufgerieselt und nach dem Antrocknen verteilt bzw. abgepinselt. Ich zeige euch jetzt mal hier. Hier habe ich mal so einen kleinen Test gemacht, dass man sieht. Nehme ich mir jetzt mein Vallejo Wash mit Sepia und pinsel mir mein Modell ein.
wo ich es gerne hätte. Diesen frischen Rost, der aufblüht. Nehme einen Pinsel und riesel mir die Pigmente oben drauf, sodass ich dann später, wenn nach dem Antrocknen, es wieder abmachen kann, beziehungsweise verteilen kann. So, das lasse ich jetzt mal trocknen und dann zeigen wir euch, wenn es fertig ist. So, mittlerweile ist auch das Wasch jetzt getrocknet. Jetzt nehmen wir uns einen feinen Pinsel und tragen das ab, was wir nicht mehr haben wollen. Und haben unseren frischen Rost, der dann aufblüht. Den ganzen Vorgang können wir nochmal wiederholen, falls es uns noch nicht genug ist. Und damit ist dann unser Rostfass fertig. So, das werde ich jetzt in anderen Fässern auch noch machen und dann am Ende zeige ich euch dann das ganze Fass.